Willkommen aus Stuttgart und damit willkommen zum 34. Spieltag und dem entscheidenden Spieltag. Heute aus der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart zum Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln. Ich bin Dennis vom Kanal M0615 und heute der Kommentator dieses Abstiegsduells, Fragezeichen. Es geht darum für den VfB Stuttgart entweder der direkte Klassenerhalt oder der direkte Abstieg oder eben die Relegation. Es ist einiges noch offen. Beim 1. FC Köln ist auch noch einiges offen. Conference League oder Europa League. Also beide Teams mit Zielen, beide Teams müssen hier heute gewinnen, um ihre Ziele zu erreichen und darauf gleichzeitig hoffen, dass es in der Fremde nicht richtig funktioniert. Die Aufstellung vom VfB Stuttgart heute in der interessanten 3-4-2-1 Taktik. Also im Endeffekt, man hat einfach dasselbe vor wie letztes Mal. Ab nach vorne, bei den Bayern hat es funktioniert. Schauen wir mal, ob es hier und heute eventuell auch klappen wird. Der 1. FC Köln. Boah, eigentlich nicht wirklich große Überraschungen. Lediglich eine Veränderung gegenüber dem Spiel der Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Unten auf der rechten Seite die Nummer 7 ist nun auf dem Feld dabei. Schauen wir mal, ob sich der 1. FC Köln dementsprechend hier und heute eventuell von einer richtig guten Seite zeigt und hier den Kölner Fans vielleicht das Europa League Ticket sichern kann. Auf der einen Seite darf man natürlich nicht vergessen, der 1. FC Köln hat natürlich auch Nutznießen eben durch den SC Freiburg bzw. den RB Leipzig, denn beide Teams spielen im Pokalfinale gegeneinander. Das heißt, das direkte Europa League Ticket wird dann verschoben auf den 6. Platzierten in der Bundesliga. Heißt also, der 7. Platzierte kann auch noch international spielen. Und damit kann es losgehen, der VfB Stuttgart in den weißen Trikots gegen den 1. FC Köln in schwarz gedresst. Diese Partie gab es auch schon in dieser Saison und auch schon in dieser Konstellation, nämlich im DFB-Pokal. Da haben diese beiden Teams gegeneinander gespielt, aber erstmal jetzt die Möglichkeit und das ist natürlich ein grenzwertiges Foul. Also da hat der Schiedsrichter entweder keine Nachricht aus Köln bekommen, von wegen Foul muss 11 Meter geben, oder es war wirklich nicht so ganz 11 Meter tauglich. Aus meiner Sicht war es definitiv in Richtung 11 Meter, aber hier früh der VfB Stuttgart natürlich gefordert. Klar, für die geht es um sehr viel, für die geht es um die Erstklassigkeit und dementsprechend natürlich Offensive pur. Man muss auch etwas darauf hoffen, auf Borussia Dortmund, dass sie im gleichen Zug eben hier in, also besser gesagt, in Dortmund im gleichen Zug gegen die Hertha gewinnt. Denn wenn die Berliner einen Punkt holen, dann ist es egal, wie sie hier spielen, beziehungsweise es geht dann noch darum, ob man selbst noch mindestens einen Punkt holt, weil Arminia Bielefeld könnte theoretisch, rein rechnerisch, natürlich noch am VfB vorbeiziehen. Aber ist eher unrealistisch, außer wir erleben noch das Märchen von Arminia Bielefeld. Die spielen gegen RB Leipzig. Und natürlich viele werden hier sich natürlich eine Konferenz gewünscht haben, aber die gibt es nicht. Und Florian Kainz zerstört erstmal den VfB, seinen Klassenerhalt. Träume. Jetzt müssen sie natürlich in Bielefeld hoffen, dass Bielefeld hier heute hoch gewinnt. Aktuell sind es noch 6 Tore Unterschied für die Arminia. Wie gesagt, Konferenz nicht möglich. Wir werden nicht in die anderen Stadien schalten. Florian Kainz hier mit dem 1:0. Ja, klar, es ist verschuldbar durch die Offensivität der Schwaben. Die müssen ja Risiko eingehen, damit sie sich hier eventuell die Relegation entziehen können. So, mit dem Ergebnis, glaube ich, würden sie sich wünschen, dass sie die Relegation erreichen. Klar, Arminia Bielefeld mit einem deutlich schlechteren Torverhältnis gestartet, darf man nicht vergessen. Aber es sind jetzt nur noch 7 Tore Differenz, die entscheidend sein könnten. Also gewinnen die Arminien mit 7 Toren Vorsprung, könnte hier natürlich es ein Tal der Tränen geben.
Gleichzeitig, das haben wir auch gar nicht gesagt, der erste FC Köln, natürlich muss er jetzt so ein bisschen darauf hoffen, dass Union Berlin nicht zwingend gewinnt. Denn mit dem Ergebnis, also besser gesagt mit dem Ergebnis und nur einem Punkt bei Union Berlin, ja, dann heißt es Europa League anstatt Conference League. Aber erstmal hier nachlegen. Die nächste Möglichkeit für die Kölner, die hier definitiv natürlich moraltechnisch von ihren Fans gepusht werden. Klar, die hören natürlich, wie es bei Union steht. Und das ist natürlich dann dementsprechend enorm wichtig. Denn die spielen gegen den VfL Bochum. Da müssen sie natürlich hoffen, dass eben Bochum eventuell einen Punkt, mindestens einen Punkt holt. Wenn man jetzt aktuell, Stand jetzt, in der Europa League ist. Nächste Möglichkeit für den ersten FC Köln. Ja, ich kam noch gar nicht dazu, dass die Partie gab es schon in dieser Saison bereits im Pokal in der zweiten Runde. Da hat Anthony Modest in Durchgang 2 die 2 Tore erzielt für den ersten FC Köln. Und damit sind sie dann eine Runde weitergekommen. Der VfB Stuttgart hat da den Kürzeren gezogen. Ja, erstmal hier abtasten. Erstmal hier gucken. Kommt man dran vorbei? Ja, man kommt dran vorbei. Gut. Özcan spielt den Ball super zu Anthony Modest. 2:0 Köln. Ja, da wird natürlich mit dem Fernglas geschaut. Es geht Richtung Europa League. Und natürlich, wie gesagt, Arminia Bielefeld freut sich über jedes Tor vom 1. FC Köln. Richtig gut gemacht. Und natürlich Anthony Modest mit dem 2:0. Und dieses Mal nicht per Kopfball. Modest hat in dieser Saison mehr Tore per Kopfball erzielt als Tore per Fuß. Was ja nicht schlimm ist. Absolut nicht. Also ein seltener Fall wieder eingetreten. Jetzt ist der VfB Stuttgart aber mehr als gefordert. 2:0 liegen sie hier hinten. Und momentan läuft alles gegen Stuttgart. Wir wissen nicht, wie es aktuell in Bielefeld aussieht gegen RB. Aber Köln macht hier weiter Druck und die wissen natürlich, schönes Torverhältnis, gut und schön. Der Sieg zählt definitiv am meisten. Und jetzt gibt es natürlich schon Strittigkeiten hier, abseits, na, knappe Geschichte. Aber die Stuttgarter schon unter sich in, ja, Frustrationslaune, die werden wahrscheinlich auch von draußen und auch vom Publikum hier mitkriegen, wie es in Bielefeld aussieht. Ja, Ball kommt stark, aber Anton dazwischen, trotzdem noch nicht ganz geklärt. Özcan mit einem unpräzisen Kopfball und der Ball geht schön lang. Auf Führig, Führig! Ja, hier müssen sie natürlich pushen und natürlich die Fans jetzt auch lautstark dabei. Weil das bringt hier alles nichts, wenn Dortmund auch für die Schwaben spielt hier. Selbst wenn Dortmund führen sollte oder gewinnen sollte gegen die Hertha, wird es der Hertha gelingen, eben den direkten Klassenerhalt zu ergeben. Weil Köln hier gerade mithilft. Ecke Stuttgart. Ecke kommt. Boah, Endo. Nicht präzise genug mit dem Kopfball hier nochmal schön in der Wiederholung zu sehen. Den hat er nicht gut genug getroffen. Dementsprechend muss der Schlussmann hier, der Kölner, nicht eingreifen. 38 Minuten gespielt. Der erste FC Köln hat das Spiel im Griff, kann man im Endeffekt so sagen. Wenn mal was hinten durchsickert, kriegen sie, oder besser gesagt, kriegt der VfB Stuttgart das bisher nicht hin, in Tore umzumünzen. Vielleicht jetzt über Thomas. Thomas immer noch und dann aus der Entfernung. Ja, vielleicht hätte er später abziehen müssen. Klar, der ein oder andere Manndecker kam schon an. Aber ein bisschen zu früh aus meiner Sicht hier abgeschlossen. Der Schlussmann, der Kölner, hat den und er bringt den zur Ecke. Nächster Eckball für den VfB Stuttgart.
Und Ecke wieder in Richtung Zentrum. Und auch da Kalajdzic trifft den auch nicht richtig. Aber das ist eben Abstiegskampf. Das ist eben dann auch bei einem Stand von 0-2. Jetzt noch die Nerven zu behalten. Auf der einen Seite natürlich zu wissen, wenn Bielefeld hier hoch gewinnt, haben wir ein Problem. Andersrum natürlich Gegner Leipzig, die haben ja auch noch Ziele. Das darf man auch nicht vergessen. Sosa. Erstmal zurückgespielt. Ja, jetzt passt es. Thomas. Und Sosa, schön gemacht, aber Hector gut dazwischen und kann den Ball entschärfen. Eine Minute Nachspielzeit wird angezeigt und das machen die Kölner souverän. Und damit ist es der Halbzeitpfiff hier in Stuttgart. Stuttgart liegt mit 0-2 hinten. Heißt also, Stand jetzt, Hertha gerettet. Stuttgart, na, muss wie gesagt darauf hoffen, dass Bielefeld hier jetzt nicht irgendwie 5 Tore erzielt. Stand jetzt. Das kann sich noch ändern. Durchgang 2, wir sind gespannt. Der zweite Durchgang, herzlich willkommen aus Stuttgart, aus der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Die Hausherren heute in den weißen Trikots gegen die Gäste aus Köln in Schwarz. Die Kölner führen hier mit 2-0. Bislang ein guter Auftritt, haben aber in den letzten Minuten die Zügel etwas gelockert, sodass der VfB Stuttgart zu der ein oder anderen Chance kam, bislang aber nicht zum Tor umgemünzt hat. So der Stand der Dinge. Also ähnlich wie im Pokal? Definitiv nicht. Hier geht es ja für beide noch um etwas. Und aktuell könnte Köln die Ziele erreichen. Der VfB Stuttgart, ja, muss eben etwas auf Schützenhilfe hoffen. Ja, Uth. Oh, böses Foul. Trotzdem wird hier weitergespielt. Uth. Wahrscheinlich Vorteil. Und, guter Abschluss. Müller hat ihn. Natürlich der Trainer der Stuttgarter muss jetzt die richtigen Worte gefunden haben, um das Team hier eventuell noch in die richtige Bahn zu bringen. Oder eben die Motivation, wie das andere Ergebnis aussieht. Özcan. Spielt mal wieder nach hinten. Klar, jetzt hat der 1. FC Köln etwas Zeit. Die wollen ja auch eher den Ball jetzt nicht zwingend verteidigen. Das würden sie viel zu hoch stehen für eine Verteidigung. Ah, gut gemacht, Özcan. Und ja, diesmal hat Ball nicht ganz gepasst zu Modest. Aber beim Stand von 2-0 ist das nicht so schlimm. Uth. Und Mangala dazwischen. Kalajdzic mittlerweile weit in Richtung Flügel raus. Und der Ball war nichts. Der Ball war leicht abgefangen von Hector. Und jetzt natürlich nächstes Aufbauspiel der Gäste hier aus Köln. Guter Wechsel in Richtung Flügel. Kommt da vielleicht eine gute Chance daraus. Modest spielt den Ball wieder zurück. Dann spielen sie den aber hin und her. Aber kommen zum Torabschluss und Anthony Modest mit dem 3-0. Also Köln erfüllt seine Sache für das internationale Geschäft. Jetzt müssen sie auf Bochum hoffen, damit sie in die Europa League kommen. Der VfB Stuttgart pendelt in Richtung Relegation. Und wenn es so weitergeht, dann könnte es noch bös enden. Dann könnte es das Wunder von Bielefeld geben. 3-0 führt hier der 1. FC Köln. Und jetzt heißt es Nerven bewahren. Wahrscheinlich wird es hier nicht das große Comeback des VfB Stuttgarts geben. Aber jetzt heißt es Schadensminderung. Irgendwie noch in Gange bringen. Ball souverän abgefangen von der Verteidigung von Kilian. Und nächster Angriff der Kölner. Vielleicht wollen die hier auch eigentlich Arminia Bielefeld lieber in der nächsten Saison nochmal als Gegner haben.
Weil, wie gesagt, es geht darum, um den Relegationsplatz. Sosa geht, Koulibaly kommt, unter anderem beim ersten FC Köln mal direkt einen Dreierwechsel. Also, die wollen hier jetzt einfach ein bisschen schonen vielleicht, schon für die letzten Minuten. Also, es sieht zumindest danach aus, dass sie hier definitiv Gänge jetzt zurückschalten. Vielleicht eben auch, weil sie das Ergebnis aus Berlin wissen. Und wissen, dass sie hier mit den 3 Toren... ihren Traum von Europa bzw. von der Europa League verwirklichen können. 20 Minuten noch auf der Uhr. Jetzt FC Köln mit einem langen, schönen Ball. Vielleicht kann der gefährlich werden. Modest mit dem Kopfball nicht ganz. Und dann eine Chance. Müller noch gerade so am Ball und kann ihn gerade noch so in Richtung ausbringen. Nicht das 4:0. Da steht der Torwart ein bisschen zu weit vorne. Und da hat er sich gedacht, Mensch, da köpfe ich ihn einfach mal drüber. Hat nicht ganz funktioniert. Ecke für den ersten FC Köln. Und ja, der VfB Stuttgart, der rudert hier hinten. Und versucht hier nur noch Schlimmeres zu vermeiden. Vielleicht ist es wirklich so, dass hier momentan ein Drama droht. Möglichkeit Modest! Es könnte das Drama drohen. Es könnte hier der direkte Abstieg drohen. Schindler. Und Müller erklärt den da gerade noch in höchster Not an den Pfosten. Nächste Chance vorm ersten FC Köln. Modest mit dem Doppelpassspiel. Hat nicht funktioniert oder auch doch. Der Stuttgarter verliert hier den Ball ganz stümperhaft. Hörig. Wow. Wie am Training geht er vorbei. Chance nicht drin. Schwerbe hat ihn, oder besser gesagt, klärt ihn mit den Fingerspitzen ins Aus. Und es gibt Ecke für den VfB Stuttgart. Natürlich, die Fans außen scheinen ein bisschen begeistert zu sein. Vielleicht führt Leipzig sogar, dann ist es egal, wie das hier steht. Nur wenn Bielefeld nicht gewinnt, ist es egal für den VfB Stuttgart. Dann dürfen sie sich nächstes Mal in der Relegation freuen. Entweder, das ist das Tor. Wollte schon sagen, entweder auf den Hamburger Sportverein oder auf Werder Bremen oder auf Darmstadt 98. Aber Kalajdzic wollte erstmal sein Tor zeigen, bevor ich sagen kann, gegen wen es eventuell in der Relegation geht. Diesmal hat die Ecke funktioniert. Schauen wir uns das nochmal an. Kein großer Abwehrfehler, aber es riecht so ein bisschen nach Handspiel. Wir schauen uns das hier nochmal an. Nein, es ist kein Handspiel. Es ist kein Handspiel. Schmerber hat den nicht wirklich. Und Hector, ja, das war eher artistisch anstatt klärend. Und so ist der Ball jetzt im Tor. Und so hat der VfB Stuttgart den Ehrentreffer. Das bedeutet natürlich wieder Umkehrschluss. Bielefeld muss wieder höher gewinnen. Aber vielleicht reicht das eben auch hier für den ersten FC Köln für die Europa League. Der Foul gegen Ito. Gibt keine Karte. Der Schiedsrichter lässt hier weiterlaufen. Oder besser gesagt, pfeift das ab. Gibt keine Karte. Gibt eine mündliche Verwarnung. Gucken wir uns das nochmal an. Ja. Da gibt der ein oder andere Schiedsrichter auch mal eine Karte für. Er hier lässt es mit einer Verwarnung stehen. 9 Minuten noch. Und viele Stuttgarter Fans feiern hier. Also anscheinend ist es nur die Relegation. Aber besser Relegation als gar nichts. Endo! Aus der ersten Situation sagt er, sah das echt gefährlich aus. Aus der zweiten, ja, der Torwart war schon zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort am Ende. Wäre da nichts Gefährliches draus geworden. Fünf Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase hier in der Mercedes-Benz-Arena. Und dann neigt sich die Ende der Saison
seinem Ende. Und beide Teams, oder besser gesagt, eins darf definitiv in Richtung Sommerpause blicken und in kommende Saison international spielen. Das andere Team muss definitiv noch Aufarbeitung leisten und muss so ein bisschen darauf hoffen, dass es eben nicht das Wunder von Bielefeld gab. Und dann halt in der Relegation gegen den Drittplatzierten der zweiten Liga spielen. Man hat das nicht aus eigener Hand geschafft. Das Spiel in Dortmund ist egal heute. Da brauchte man nicht hingucken. Kalajdzic, ja, nicht guter Pass, aber was war das denn für ein Fehler? Für ein großer Fehler von der Abwehr der Kölner. Die wollen ja anscheinend doch nochmal vielleicht Geschenke verteilen. Aber ein bisschen spät und es ist jetzt egal. Der erste FC Köln gewinnt mit 3:1 gegen den VfB Stuttgart. Ja, und Stuttgart, die dürfen höchstwahrscheinlich Relegation spielen. Und der erste FC Köln darf von Europa träumen. Ob es ein Conference League geworden ist oder Europa League, das wird sich zeigen, wie das Spiel in Berlin aufgelaufen ist. Hier zumindest sind sie siegreich. Und das war's hier aus Stuttgart. Bis zum nächsten Mal. So, hat euch die Prognose gefallen? Dann gerne ein Like da lassen. Wenn ihr natürlich mich unterstützen wollt, gerne ein Abo da lassen. Und wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Prognose wieder. Bis dann und ciao.